Sehr verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, im Monat Mai werden wir wieder mal auf den Zinsmarkt schauen. Und zwar ganz konkret die Frage, wo tut sich hier entwickelt. Aus dem Grund sind wir bei Moneypark. Ich begrüße den Michael Hartmann. Herr Hartmann, danke, dass Sie Zeit haben. Ich will es erlauben. Alle Jahre wieder kommt das Christuskind, nicht so, aber wir schauen immer wieder in den Zinsmarkt hinein. Ich kann mich erinnern, wir haben das mal im Anfangsjahr gemacht. Und jetzt wäre wieder die Frage, was ist passiert in der Zwischenzeit? Wahnsinnige Bewegungen oder eher ruhig, schläfrig? Wie würden Sie das ein bisschen beurteilen? Ja, kurz zusammengefasst kann man sagen, es war so gewesen wie das Wetter im April. Wir haben sehr starke Bewegungen drin gehabt im Zinsmarkt. Teilweise nicht wirklich erklärbar, aber gerade die 5-jährigen und 10-jährigen Swap haben starke Bewegungen drin gehabt. Und das Swap-Geschäft ist ja relevant, weil sich Banken auf dieser Basis refinanzieren für das Hypothekargeschäft. Ja. Ergo hat man das auch gesehen in der Anbieterlandschaft. Und teilweise war es schwierig, um klar zu sagen, wer ist jetzt der attraktivste, je nach Laufzeit. Ja. Da hat's, heute war der Anbieter A interessant gewesen, und morgen war es ein anderer gewesen. Also sehr anspruchsvolles Umfeld. Und ich denke, die Marktsituation hat ein bisschen die Wahlen auch wieder spiegelt in Europa, wo anstehen. In Frankreich sind sie jetzt durch. Ja. In Deutschland kommen sie noch. Also der Markt hat nicht so recht gewusst, wo kann der Weg durchführen. Was mich jetzt würde interessieren, wenn es Ihnen recht ist, jetzt gehen wir mal ins Stand der Dinge, also heute, oder? Sie haben es vorhin gerade angesprochen, Europa ist in Bewegung, Frankreich hat gewählt, Monsieur Macron ist jetzt der Präsident, he? Das ist ja einmal eine interessante Ausgangslage, Deutschland steht es noch bevor, auch da wird es noch ein bisschen Turbulenzen geben. Vielleicht könnten Sie uns zuerst eine makroökonomische Beobachtung geben und dann gehen wir noch auf die Schweiz. Wie sieht es aus in der Schweiz? Also ich glaube, die Wahl in Frankreich hat zum Aufatmen geführt, weil man davon ausgeht, dass es bezüglich der Stabilität in Europa ruhiger ist, als wenn sie anders rausgekommen wäre. Und der Macron präsentiert sich ja auch europafreundlich und ist eher pro Wirtschaft. Jetzt, das wird zu einer gewissen Beruhigung auch in der Zinslandschaft führen. In der Tendenz natürlich haben wir positive Signale jetzt auch für die Schweiz oder aus der Schweiz raus. So präsentiert sich der Konsum eigentlich überraschenderweise als positiv. Wir haben dort so einen kleinen Silberstreifen am Horizont. Und auch die Exportindustrie, natürlich nicht flächendeckend, aber die behauptet sich trotz dem starken Franken als recht gut. Und das führt dazu, dass man das Jahr mit einem leicht besseren Wachstum rechnet, als man das im letzten Jahr gesehen hat. Ich bin jetzt eher überrascht, aber ich habe natürlich Ihre Kenntnis. Ich schaue mehr in den Markt und habe das Gefühl, die Leute hocken auf dem Stutz, liegen drauf, wollen es nicht ausgeben. Sie sagen genau das Gegenteil, der Konsum ist gut unterwegs, der Silberstreifen auf dem Horizont. Und jetzt wäre die Frage, und jetzt machen wir den Transfer wieder zum Hypothekarnehmer, der, der entweder etwas schon hat oder will kaufen. Kann der aus dieser Situation ein bisschen profitieren? Oder geht es wirklich wieder auf mit den Zinsen? Also sowohl als auch. Es ist immer die Frage, wenn jemand bereits eine Hypothek hat, wie ist er finanziert? Die im LIBOR-Bereich finanziert sind, ich glaube, die können davon ausgehen, dass wir immer noch ein tiefes Zinsniveau werden sehen. Okay. Und der LIBOR nicht gerade wird ansteigen. Das ist auch Politik natürlich von der Nationalbank entscheidend. Was man aber kann sagen, wer Interesse hat, in eine langfristige Finanzierung hineinzwitschen, dort gehe ich eher davon aus, dass dann die langfristigen Sätze in den nächsten paar Monaten könnten ansteigen, wegen den eher positiven Aussichten, die wir jetzt für Europa sehen. Gleichwohl, eben, wir haben noch eine weitere wichtige Wahl in Europa und merkt, verfolgt das sehr intensiv. Aber wenn man jetzt so anschaut, was ist die Differenz zwischen dem LIBOR und dem Aufschlag gegenüber einer 10-jährigen Festhypothek, dann ist die kleiner als das, was man es auch schon gesehen hat. Das bringt mich gerade zu einer nächsten Frage, was mich persönlich auch sehr interessiert. Ich habe das Gefühl, die Leute sind im Moment richtig LIBOR-scharf. Die sagen, LIBOR, da wollen wir dranbleiben. Sie haben mir aber vorhin gesagt, dass eher noch das Gegenteil ist. Wieso tun die Schweizer langfristig sich absichern? Was ist das, was hat es da dahinter? Ja, in der Tat ist die LIBOR-Finanzierung in den vergangenen Jahren das Produkt natürlich gewesen. Ja, und die den Mut hatten, in LIBOR zu gehen, die haben profitiert davon. Und das soll ja auch so sein, dass die Mutigen belohnt werden. Ja. Auf der anderen Seite gibt es viele Leute, und vielleicht ist der Schweizer auch eher so typisch ausgerichtet, der will Budgetsicherheit. Ja. Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit. Genau. Und darum, wenn Sie mich fragen, ja, LIBOR oder Festhypothek, dann ist es eine Realität, dass die Nachfrage nach langfristigen Hypotheken immer noch grösser ist als eigentlich der LIBOR, obwohl der günstiger war in den vergangenen Jahren. Gut.
Wir haben Anfangs Jahr miteinander eine Initiative diskutiert von der Raiffeisenbank. Die hat wollte vorpreschen und die Finanzierung einfacher machen, ein bisschen brechen, oder? Da sind sie aber dann schnell zurückgepfiffen worden. Ist in der Zwischenzeit noch mal etwas passiert? Gibt es andere, die da wollen, das ein bisschen einfacher machen, oder können wir uns das jetzt abschminken? Ja, seit der heftigen Diskussion, die ja wirklich auch Reaktionen ausgelöst hat, nicht nur vom Regulator, sondern auch von anderen Banken, ist es eigentlich ruhig geworden. Ich persönlich habe die Diskussion begrüßt, dass man mal Sachen hinterfragt. Ist es im heutigen Marktumfeld überhaupt noch gerechtfertigt, mit diesen Tragbarkeitsregeln zu rechnen oder nicht? Aber wie gesagt, es ist ruhiger geworden um die Thematik. Und im Moment sieht es auch nicht so aus, dass man dort auf Aufweichung werden gesehen in den nächsten Monaten. Das wiederum bedeutet aber auch Chancen für neue Player im Markt. Also man sieht zum Beispiel sogenannte Peer-to-Peer-Plattformen, wo sich eben Anbieter von Kapital, Nachfragekapital weg von der Industrie vorbei eigentlich, dass das aufkommt. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn die Regulatorien so weiterhin straff bleiben, dass das noch vermehrt wird. Sehr spannend. Wir tun das beide miteinander beobachten. Von unseren Stühlen, wenn wir da im Markt schauen. Sehr spannend. Herzlichen Dank für die Informationen und bis zum nächsten Mal.